Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem Video der etwas anderen Art. Ich sehe aus wie Hans Wurst, ich filme mit meinem iPhone, ich bin in meinem Auto. Aber irgendwie hat gerade meine innere Stimme gesagt, stell dein Handy auf und werd deine Gedanken los. Weil manchmal ist es so, weil wisst ihr, wenn man so Fotos und Videos im Internet veröffentlicht, dann fährt man so durch die Gegend und hat irgendwelche Gedanken. Und dann will man die loswerden und dann fährt man nach Hause und wenn man dann Zeit hat, stellt man die Kamera auf, baut das Equipment auf, dann schminkt man sich, dann zieht man sich schick an. Und wenn man dann da sitzt, irgendwie eine Stunde später und eigentlich das sagen will, was man im Kopf hatte, dann ist die Energie, die diesen Gedanken geformt hat, diese Message, die man irgendwie ausdrücken wollte, die ist einfach weg. Und dann wiederholt man das nur wie so ein Aufnahmegerät, aber es ist eigentlich gar nicht mehr wirklich da. Und deswegen habe ich gerade... Keine Ahnung, deswegen habe ich gerade gedacht, ich stelle mich einfach jetzt auf diesen Parkplatz und erzähle euch, worüber ich nachgedacht habe. Ich glaube, dass das, ich weiß nicht, ob ich dieses Video überhaupt hochladen werde oder ob das einfach für mich gerade eine Therapiestunde ist, das auszudrücken. Aber weil es so kontrovers ist, die Gedanken, die ich habe und das, was ich denke, sind kontrovers zu dem Fakt, es im Internet zu veröffentlichen. Also einige von euch werden garantiert die Logiklücke oder den Widerspruch darin erkennen, das hochzuladen und mit dem Inhalt gepaart. Aber das ist einfach so, das ist jetzt einfach so. Und ich übernehme die Verantwortung dafür, dass diese Logiklücke da ist. Und es geht um Verantwortung heute. Es geht um Verantwortung. Um Verantwortung übernehmen. Und ich habe so viel in den letzten Tagen darüber nachgedacht und habe YouTube-Videos geschaut und habe Sachen gelesen und ja, komme immer wieder an einen Punkt, wo ich denke, warum ist das gerade alles so, wie es ist? In den letzten Jahren habe ich so viele Situationen in meinem Leben mit anderen Menschen gehabt, mit Freunden gehabt, mit Bekannten gehabt, die so unfassbar strange für jemand, also für mich waren. Vielleicht können viele Menschen das nachvollziehen, aber ich sitze ganz oft irgendwo und denke, was zur Hölle? Wie zur Hölle? Wie kann das in deinem Kopf so sein, wie es ist einfach? Also, ich weiß. Und ich einfach so krass fasziniert davon bin, wie viel Ignoranz Menschen in sich sammeln können, um all das, was um sie rum ist, so aufrechtzuerhalten und dann aber zu sagen, dass es scheiße ist. Und das klingt total verwirrt. Also, ich fange jetzt mal von vorne an. Ich habe in meinem Leben so viele Gespräche geführt mit Menschen. Menschen, die auf mich zugekommen sind und mir schlimme Dinge erzählt haben. Also, was heißt schlimme Dinge? Sie haben mir halt erzählt, ihnen geht's nicht gut und sie haben mir gesagt, warum und was ihre Probleme sind. Manche haben sogar Wörter gesagt wie, ich brauche Hilfe oder ich brauche mal einen Rat. Da werden ja, also es ist ja mittlerweile fast eine Floskel zu sagen, ich brauche mal einen Rat. Und ich nehme Menschen immer beim Wort, wisst ihr? Also, wenn jemand, ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Jemand steht bei mir vor der Tür und sagt, oh mein Gott, mein Haus ist abgebrannt. Ich fühle mich so furchtbar. Und das ist, ja, und dann hole ich diesen Mensch zu mir ins Haus und ich gebe ihm eine Decke und ich mache ihm einen Tee und sorge erstmal dafür, dass alles okay ist. Und ich bin aber ein sehr lösungsorientierter Mensch. Und wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dass ich denke, dass dieser Mensch sich beruhigt hat, dann fange ich an, darüber nachzudenken, wie man dieses Problem lösen kann. Und dann fange ich halt an, Fragen zu stellen, um die Situation zu verstehen. In welcher Situation bist du? Wie können wir jetzt deine Situation verbessern, damit du von hier unten, wo du gerade ganz traurig und verzweifelt bist, wieder hierhin kommst, dass du dich sicher fühlst und gut fühlst? Und ja, was kann man da machen? Also in deinem Kopf, dass es dir besser geht und auch um dich herum. Weil, also wisst ihr, es gibt ja bestimmte Schritte, die man bei jedem Problem einleiten kann, um das Problem zu lösen. Ja, ich bin einfach so. Und ja, und sowas hatte ich schon in ganz vielen Situationen. Menschen, die auf mich zukamen und gesagt haben, Jaco, ich finde mein Leben irgendwie gerade voll kacke, wie das ist. Und dann höre ich mir das an und fange an, Lösungen zu finden. Also ich versuche, Lösungen zu finden und mache Vorschläge. Und ich komme aber immer wieder an den Punkt,
oder bin immer wieder an den Punkt gekommen, dass ich gemerkt habe, ich konnte diesen Menschen nicht helfen. Ich konnte denen nicht helfen. Also ich habe gesagt, du könntest das machen, du könntest das machen. Und wenn ich gemerkt habe, dass meine Lösungen nicht bei denen angekommen sind oder die Menschen das nicht für so richtig empfunden haben, dann habe ich angefangen nachzufragen und habe gefragt, hey, wie kann ich dir denn, also okay, ich stelle dir jetzt Fragen und dann finden wir irgendwie gemeinsam heraus, was das Richtige für dich ist. Aber diese Menschen sind nicht wirklich darauf angesprungen, versteht ihr? Und das hat bei mir in meinem Leben so oft in Freundschaften und in Gesprächen dazu geführt, dass man sich immer wieder im Kreis dreht und einfach keine Lösung gefunden wurde, sondern diese Menschen immer wieder angefangen haben, das Problem von vorne neu zu beschreiben. Und ich habe gedacht, ich werde verrückt, wirklich. Also ich hatte mal ein Gespräch mit einem Freund, der zu mir gesagt hat, sein Leben ist scheiße und es macht alles keinen Sinn und er hat so viel Pech. Und ich habe versucht, einen Weg zu finden, ihm zu helfen oder einen Weg oder versucht, mit ihm darüber zu reden, dass er selbst einen Weg findet. Ich fühle mich wie so ein Stotterer, weil ich gerade, das ist so viel in meinem Kopf, dass er einen Weg findet, wie er sein Problem lösen kann. Weil es ist ja voll kacke. Also es ist doch scheiße, wenn ich jetzt voll das große Problem hätte, dann möchte ich das doch lösen, damit alles gut wieder weitergeht. Und ich habe irgendwann gemerkt, wir finden keine Lösung. Und dann hat irgendwann mal eine Freundin zu mir gesagt, Jaco, manche Menschen wollen keine Lösung finden. Die wollen ich weiß nicht, was es ist, sie wollen Aufmerksamkeit, sie wollen Mitgefühl, sie wollen, dass du Händchen hältst. Und das habe ich dann so in meinem Umfeld beobachtet und konnte diese Aussage einfach nur als wahr identifizieren, weil ich gemerkt habe, diese Leute sind überhaupt nicht auf der Suche nach einer Lösung. So viele Menschen sind nicht auf der Suche nach einer Lösung. Sie nennen ihre Probleme, sie sprechen sie aus, sie analysieren sie und sie begeben sich, sie sind immer, also ihre Probleme sind immer präsent, also in ihrem Kopf, und sie beschäftigen sich ganz viel damit und sie wollen das nach außen tragen und sie wollen jedem sagen, wie schlimm das ist, aber sie sind überhaupt gar nicht wirklich auf der Suche nach einer Problemlösung, einer wirklichen Problemlösung, und wenn, dann nur eine bequeme, und die funktioniert halt oft nicht. Und ich kann das einfach, Leute, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich werde jetzt ganz oft sagen, ihr oder die Menschen oder sowas. Und ich weiß, ihr seid intelligent genug zu wissen, ob ihr damit gemeint seid oder nicht damit gemeint seid. Es gibt ganz viele tolle, positive Menschen auf dieser Welt. Aber ja, falls ich das sage, dann tut mir das leid irgendwie, falls sich jemand angegriffen fühlt oder so. Aber ich denke, wenn man sich angegriffen fühlt, dann sollte man sich auch fragen, warum. Ich glaube, dass die unter euch, die ich nicht damit anspreche, auch wissen, dass ich sie nicht damit anspreche. So, ja, worauf will ich eigentlich hinaus? Ich will darauf hinaus, dass alle Menschen sich momentan beschweren. Um mich herum ist eine riesengroße Beschwerdewolke. Und ich habe angefangen, so vor 3-4 Jahren das wahrzunehmen. Und jetzt habe ich das Gefühl, die Dichte in dieser Wolke ist so gering, dass man kaum noch atmen kann. Es wird nur noch gesprochen über entweder das große Ganze, die Gesellschaft, warum ist die Gesellschaft so, wie sie ist? Die Gesellschaft ist so furchtbar, die Gesellschaft engt mich ein. Warum ist die Welt so schlecht? Warum herrscht so viel Gewalt? Die Welt ist so furchtbar. Wo kommen diese ganzen Terroristen her? Wo kommen diese ganzen Amokläufer her? Wo kommen diese ganzen schlechten Menschen her, die andere unterdrücken? Wo kommen diese ganzen furchtbaren Politiker her? Warum müssen so viele Menschen sterben? Warum gibt es so viele Flüchtlinge? Und so weiter. Und dann gibt es die inneren Probleme. Warum geht es mir so schlecht? Warum ist das Leben so ungerecht zu mir? Warum habe ich Depressionen? Warum habe ich nicht das, was der hat? Warum bin ich so hässlich? Warum habe ich kein Auto? Warum habe ich nicht so viel Geld wie andere? Wieso habe ich nicht dieselben Voraussetzungen wie andere? Und das klingt jetzt nach voll viel, aber das ist wirklich nur ein Bruchteil von dem, was alle Leute im Moment sagen und denken. Und es ist einfach so ein Widerspruch in sich, weil ich habe gestern ein Video von Sarah Kay gesehen, das ist eine amerikanische YouTuberin, und sie hat mein Herz eröffnet, also so krass einfach, weil sie Dinge ausgesprochen hat. Lulu hat mir die geschickt, hat gesagt, guck dir die mal an, die ist voll genial, aber auch ein bisschen crazy.
Und sie hat mein Herz total eröffnet, mit, weil sie Dinge so geil formulieren konnte und auf den Punkt bringen konnte. Wie, vor allen Dingen zum Thema Gesellschaft. Ich werde zwei von ihren Videos euch unten mal verlinken. Die sind beide 47 Minuten lang, also ultra krass lang. Aber wenn ihr euch für diese Themen interessiert und auf der Suche nach einer Antwort zu sowas seid, sage ich euch, schaut sie euch an. Also ich gucke niemals ein Video, das länger als 15 Minuten ist. Und ich habe da wirklich 2 Stunden lang an den Lippen geklebt einfach, weil ich dachte, ja, Girl, du sagst es, wie es einfach ist. Oh mein Gott, Leute, ich glaube, mein Akku wird gleich aufgeben. Dann wird es dieses Video wahrscheinlich niemals geben. Zurück zum Thema. Ja, und zwar den Fakt, dass wir uns alle von der Gesellschaft frei sprechen und alle uns freisprechen von der Verantwortung einfach. Wir tun die ganze Zeit so, als ob wir keine Verantwortung für diese Gesellschaft und für diese Welt haben. Wir sagen immer, die Gesellschaft ist schuld, die Gesellschaft unterdrückt mich. Ich könnte frei sein, wenn es die Gesellschaft nicht gäbe. Wir sind die Gesellschaft, du bist die Gesellschaft. Nur weil du dich, keine Ahnung, anders anziehst als andere und sagst, ich mach da nicht mehr mit und dir, keine Ahnung, die Haare kurz schneidest, dich voll tätowierst und dich zu Hause hinsetzt und sagst, ich finde die Gesellschaft scheiße, heißt es nicht, dass du nicht die Gesellschaft bist. Du bist die Gesellschaft und du bringst damit im Grunde nur Melancholie und Negativität in die Gesellschaft. Und das ist einfach so ein Widerspruch in sich. Jeder meckert über die Gesellschaft und jeder zeigt mit dem Finger auf jemand anderen. Aber wir alle sind die Gesellschaft. Wo kommen diese Terroristen her? Wir haben diese Terroristen gemacht. Wo kommen die Amokläufer her? Wir haben sie gemacht. Mit all dem, was wir auf dieser Welt erschaffen haben. Und jeder einzelne von uns ist ein Teil davon. Und wir müssen anfangen, Verantwortung dafür zu übernehmen und uns nicht zu Hause hinsetzen und sagen, also ich war hier die ganze Zeit zu Hause. Ich hatte damit nichts zu tun. Ich kann keine Verantwortung dafür übernehmen. Dann siehst du nicht das große ganze Bild. Wir gehören alle zusammen. Wir sind die Spezies Mensch. Wir haben diese Gesellschaft kreiert. Wir haben dieses Ding hier kreiert. Und dann sagen wir so total unlogische Sachen wie, keine Ahnung, warum kommt der jetzt in unser Land und macht hier einen Anschlag? Soll er doch bei sich zu Hause einen Anschlag machen? Was lassen wir die Leute hier rein? Und wir vergessen das ganze große Grundproblem, dass einfach überall etwas schief läuft, dass da hinten etwas schief läuft, daran sind auch wir schuld. Und dass bei denen, was schief läuft, daran sind auch die selbst schuld. Und alle dafür sorgen, dass gewisse Dinge immer so weiterlaufen. Ich finde es so interessant, Sarah Kay hat als Beispiel Kim Kardashian genommen und ich finde, das ist einfach ein Beispiel, das sich auf alles im Internet und sowieso im Leben anwenden lässt. Leute, alle beschweren sich, ja, jeder YouTuber hat ein Video darüber gemacht, wie scheiße YouTube Deutschland ist und jeder spricht von diesem in Chicken Wings baden. Darf ich ganz ehrlich zu euch sein, ich tue jetzt gerade nichts anderes, ich sehe die Logiklücke selber, wir regen uns darüber auf, dass Menschen sich das angucken, während wir die Menschen sind, die sich das angucken und sich darüber aufregen. Es gäbe diese Star, wisst ihr, wir schauen Leute im Fernsehen an, wir schauen Leute im Internet an, wir schauen sie an, wir gucken sie an und nur ein Grund, warum jemand berühmt ist, ist, weil er angeschaut wird. Und dann regen wir uns darüber auf, dass derjenige berühmt ist, dass solche Leute berühmt sind. Ich mache ihn berühmt und ich gehöre zu dem Kollektiv, was ihn berühmt macht und dann spreche ich noch darüber und gebe ihm die Schuld dafür, dass er berühmt ist und gebe diese Verantwortung ab an all die anderen, die auch sagen, warum ist der berühmt? Das ist so ein Widerspruch in sich. Ich verstehe das einfach nicht. Jeder spricht davon, warum ist Kylie Jenner jetzt das große Vorbild? Aber ich gehe auf ihre Insta. Ich war gestern auf ihrer Instagram-Seite und habe gesehen, wie viele Follower diese Frau hat. Jeder regt sich darüber auf und jeder findet es scheiße, dass so ein unnatürliches, unrealistisches Schönheitsbild nicht für jeden anderen, also dass wir dem nicht nachlaufen können. Wisst ihr, dass es für uns nicht erreichbar ist. Aber es folgen ihr voll viele Leute, versteht ihr? Ihr guckt euch diese Bilder an. Und dann beschwert ihr euch, dass das das Schönheitsideal ist. Aber ihr guckt es euch an, ihr kreiert dieses Schönheitsbild. Ihr macht es zu dem Schönheitsbild und beschwert euch dann, dass es das Schönheitsbild ist. Ich habe mal den Leuten gesagt,
Leute, entfolgt diesen ganzen Leuten, wenn ihr ein Problem mit euch selbst, mit eurem Körper habt und immer nur auf euren Körper fixiert seid, wie der aussieht. Entfolgt diesen ganzen Leuten. Entfolgt coolen Seiten. Leute, die irgendwas, was euch interessiert, die Musik machen, die Kunst machen, die irgendwelche guten Messages verbreiten. Und die Leute sagen, ja, aber auch wenn ich denen entfolge, die sind ja trotzdem alle auf meiner Startseite, also auf den Vorschlägen. Nein, ich kann es euch jetzt nicht zeigen, weil mein Handy da ist. Wenn ihr auf meines Starts, also wenn ihr in meinen Feed guckt von den Vorschlägen von Instagram, dann ist da Nein-Gag, dann sind da irgendwelche spirituellen Sachen, irgendwelche Motivationssprüche, irgendwelche Künstler, irgendwelche Musiker. Da ist keine Kylie Jenner, da ist keine irgendeine deutsche YouTuberin, die, über die sich alle aufregen und auch nicht irgendein Prank, über den sich alle aufregen. Wenn ich mich auf YouTube einlogge, die Trendseite gucke ich mir gar nicht an, weil da nie Sachen bei sind, die mich bewegen. Meine Startseite ist nicht voll von diesen ganzen Leuten, wo alle mal sagen, die Startseite ist voll davon und davon und davon. Meine Startseite ist voll von Dingen, die mich interessieren. Da ist kein Prank von in... Ich wusste nichts mal davon, bis ich habe mal auf Instagram gefragt, habt ihr Videoideen für mich? Und dann haben 3 oder 4 Leute geschrieben, du könntest in irgendwas baden. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Und dann haben alle YouTuber Videos gemacht und haben sich darüber aufgeregt, dass jetzt so eine Scheiße Trend ist. Aber dabei haben sie es berühmt gemacht, während sie dieses Video gemacht haben, weil ich habe vorher davon nichts gewusst, weil ich diesen ganzen Leuten überhaupt nicht folge, die sowas machen. Ich weiß das gar nicht. Es gab doch mal so einen Skandal irgendwie mit Mert Matan und seinem Vater und Homosexualität und keine Ahnung. Ich glaube, ich habe 3 oder 4 Wochen später davon erfahren, weil es mir jemand erzählt hat, der sich darüber aufgeregt hat. Alle gucken es, alle verbreiten es, alle machen es berühmt, alle beschweren sich darüber, alle sind selbst schuld, keiner will die Verantwortung tragen. Es ist so krass. Es wird immer mit dem Finger auf andere gezeigt. Und ja, ich sehe die Logiklücke. Ich sehe, dass ich gerade über etwas Negatives spreche, etwas Negatives eventuell verbreite, falls ich es hochlade. Und ich sehe auch, dass ich über Dinge spreche, die ich jetzt möglicherweise wieder jemandem erzähle, der nichts davon gewusst hat. Dem ist mir bewusst. Aber ich nehme dieses Risiko jetzt einfach einmal in Kauf, dass ein paar Prozent von euch es nicht gesehen haben, aber ich gehe davon aus, dass viele Menschen dieses Problem haben. Ich hatte es früher auch, ich war früher auch so blind. Wir unterliegen alle dieser Gehirnwäsche und wir sehen viele Muster nicht. Der Mensch denkt einfach, er ist allwissend. Der Mensch denkt, er ist so intelligent und er versteht alles und er steht über allem. Dabei sind wir so dumm. Was ein Tier, was irgendwie seinen Trieben erlegen ist, für den manchen Menschen ist, sind wir im Vergleich zu dem, was es eigentlich alles gibt und was alles möglich ist. Wenn wir nur die kleinste Kleinigkeit vorschlagen, was man verändern könnte, wird es direkt platt gemacht, weil wir uns nur das, was gerade existiert, vorstellen können und uns überhaupt nicht vorstellen können, wie es anders sein kann. Es kann so viele verschiedene Versionen von der Gesellschaft und der Welt geben, auf der wir gerade leben. Es könnte alles sein. Es könnte sein, dass wir alle böse sind. Es könnte sein, dass wir alle gut sind. Es könnte sein, dass wir alle Geld haben, ohne dass wir dafür arbeiten müssen. Es könnte sein, dass wir im Wald leben. Es könnte sein, dass wir dass wir gar kein Geld haben. Es könnte sein, dass wir noch Handel, Tauschhandel treiben. Es gibt alle Möglichkeiten und alle Möglichkeiten wären jetzt möglich, wenn alle auf einmal oder ein Großteil ihr Verhalten ändern könnte. Wisst ihr, alles ist möglich. Aber weil wir so eingefahren sind in dem, was ist, beschweren wir uns immer nur darüber, was etwas ist, anstatt Verantwortung zu übernehmen und einfach etwas zu verändern. Und dann kommt dieses, was kann ich als kleiner Mann denn tun? Du bist alle. So vielen Menschen ist das einfach überhaupt nicht bewusst, dass sie die Verantwortung, während sie die Verantwortung wegschieben und darüber reden, einfach der Grund für das Problem sind. Wir sind alle der Grund für die Probleme, die wir haben. So viele Leute sagen, ich bin depressiv, weil die Gesellschaft mich depressiv gemacht hat, weil mich das hier alles so traurig macht. Du bist selbst schuld, dass du depressiv bist. Du bist selbst schuld, dass du melancholisch bist. Du bist selbst schuld, wenn, keine Ahnung, du bist einfach selbst schuld daran. Du hast es vielleicht nicht mit Absicht gemacht. Es ist keine böse Absicht, mit der ich das gerade sage. Aber du bist der Creator deines Lebens, deines Verstandes. Du hast eine innere Energie, mit der du alles schaffen kannst, was du willst. Und das
können sich die meisten Menschen gar nicht vorstellen, weil das eine riesengroße Verantwortung ist, zu wissen, dass du alles machen und alles tun kannst, was du willst. Aber das kannst du. Und wenn du jetzt anfängst mit, aber es gibt Gesetze, aber ich muss ja zur Uni gehen, aber die Arbeit ist so scheiße, aber ich finde vielleicht keinen neuen Job, aber meine Mutter ist immer gemein zu mir, aber meine Freunde, aber mein Mann, aber meine Kinder, egal was das aber ist, das sind nur Grenzen, die du dir selber setzt und für die du dich entschieden hast. Es sind deine Grenzen. Du kannst die Verantwortung nicht jemand anderem übergeben, denn du musst die Verantwortung dafür übernehmen. Weil, das hat Sarah Kay auch gesagt und das hat sie sehr schön gesagt, du kriegst, was du gibst. Was du in deinen großen Topf wirfst, das kommt auch raus. Wenn du zu Hause sitzt und sagst, die Welt ist so schlecht und du begibst dich in diese Melancholie, alles um dich rum ist immer melancholische Energie und du hast immer in deinem Kopf, dass irgendwas nicht richtig ist, dann kriegst du auch nichts anderes. Das ist das, was du kriegst. Das, was du kreiert hast, das kriegst du auch. Nichts, nicht mehr und nicht weniger. Da kommt nicht auf einmal das Glück an deiner Tür vorbeigefahren, wirft dir da irgendwas Perfektes vor die Tür und sagt, ab heute bist du glücklich. Ab heute läuft dein Leben richtig gut. Ab heute bist du reich. Ab heute hast du einen netten Mann. Ab heute hast du dies, ab heute hast du das. Das funktioniert einfach so nicht. Du musst das kreieren, was du willst. Und das kriegst du dann auch. Es ist einfach eine Tatsache. Und wenn du dich dafür entscheidest, glücklich zu sein und etwas anderes zu machen und wenn es dich etwas Cooles zu kreieren, dann kriegst du das auch. Und da kann man natürlich jetzt vor die erste Wand laufen, die irgendwie ein bisschen schwierig zu durchbrechen ist und sagt, hat ja nicht geklappt. Aber das sind wieder die eigenen Grenzen, die du dir gesetzt hast. Ich wünsche mir eine Generation oder eine Zeit, in der Verantwortung übernommen wird, in deren Leute wieder sich bewusst sind, dass sie Teil des großen Ganzen sind, dass sie nicht vorm Fernseher sitzen können und sagen können, wieso ist diese Kim Kardashian immer im Fernsehen? Wieso müssen jetzt alle Kylie Jenner Lippen haben? Wieso badet Simon Desue in Chicken Wings? Wieso ist dieser Terrorist jetzt in Deutschland? Wieso sind diese Flüchtlinge da? Wieso ist da ein Kind gestorben? Wieso da? Wieso da? Wieso da? Wer ist daran schuld? Die Gesellschaft. Diese Welt ist so schlecht. Nein. Ja, aber ebenso wie du. Versteht ihr, wie ich das meine? Es ist so. Das Problem ist, ich versuche immer Videos zu machen, die irgendwie empathisch sind, die das Ganze von einer positiven Seite beleuchten. Aber es fällt mir ganz, ganz schwer, Empathie zu zeigen für Ignoranz. Ich verstehe Traurigkeit, ich verstehe Hass, ich verstehe am Ende sogar einen Amokläufer oder einen Terroristen und kann fragen, wieso ist das passiert? Wieso kam es dazu, dass er sowas machen wollte? Was ist ihm passiert? Weil es gibt für alles einen Grund. Ich bin auch bestimmt irgendwie ignorant in irgendeiner Art und Weise und ich sehe auch irgendwelche Dinge nicht und ich verstehe auch Dinge nicht und ich handle bestimmt auch oft falsch und sehe das nicht, aber ich versuche einfach niemals jemand anderem Schuld dafür zu geben. Ich versuche nicht zu sagen, ja, die Gesellschaft hat mich dazu gebracht, dass ich Raucher bin, weil früher wurde mir gesagt, dass das cool ist und dann war das Gruppenzwang. Der und der ist schuld daran, weil der hat mir das beigebracht. Oder ich sag, das war meine Entscheidung. Ich habe mich, klar kann ich beeinflusst sein von außen, aber ich lasse am Ende zu, was in mein Leben kommt und was nicht. Und ich lasse zu, ob ich mich von Schicksalsschlägen komplett runterziehen lasse oder nicht. Ob ich mir Hilfe suche oder nicht. Ich bin der Creator meines Lebens. Glaubt jetzt nicht, die Jaco sitzt hier, sagt, also ich bin perfekt. Ich bin nie ignorant gewesen. Und ich kann mich da auf jeden Fall voll von freisprechen. Nein, ich erkenne das auch, weil ich durch viele Dinge auch selbst durchgegangen bin. Vielleicht nicht in einem so krassen Ausmaß, dass ich daran hängen geblieben bin. Aber ich verstehe, man kann Dinge auch nur benennen und verstehen, wenn man sie ein bisschen, also wisst ihr, wenn man selbst schon mal da durchgegangen ist. Kennt ihr das? Manchmal sieht man Videos oder liest ein Buch und auf einmal meldet sich so eine Energie in einem selbst. Das eigene Bewusstsein fängt so an zu leuchten und man ist total inspiriert. Und dann macht man irgendwas. Man geht draus spazieren, man geht Sport machen, man fängt an, ein Bild zu malen. Man will unbedingt jemanden anrufen und mit ihm darüber reden. Das ist diese kreative Energie, die in einem hochkommt. Und ich bin so verwirrt.
ich möchte, falls jemand das von euch hat und jetzt denkt, das ist ein Thema, über das habe ich so noch nicht nachgedacht, dann wünsche ich mir, dass dieser Seed in eurem Kopf gesetzt ist und wächst und dass ihr durch die Welt geht und vielleicht in Situationen kommt, wo ihr merkt, Moment, ich erinnere mich gerade daran, was Jaco oder derjenige, zu dem ich mir etwas über dieses Thema durchgelesen habe, gesagt hat. Und ich erkenne gerade, dass ich die Verantwortung abgebe. Ich erkenne gerade, dass ich über Kylie Jenner rede, obwohl ich ihr keine Macht geben möchte. Kylie Jenner, es klingt gerade, als ob ich über den Teufel rede, aber es ist gerade so ein präsentes Beispiel, wisst ihr? Oder ich beschwere mich gerade über die Nachrichten, aber ich gucke sie gerade. Du kannst sie ausmachen. Es passiert sowieso, aber du kannst sie ausmachen. Du kannst sie ausmachen und etwas, deine kreative Energie einfach den Lauf lassen und etwas Besseres machen. Das ist alles Gesellschaft, Leute, und es ist alles veränderbar. Und übernehmt bitte die Verantwortung. Wir sind alle Teil davon. Wir haben alle mitgemacht und wir machen alle mit. Und ja, ich fände es einfach schön, wenn dieser Samen im Kopf gesetzt wäre und ein paar Menschen vielleicht durchs Leben laufen, weil sie sich mit diesem Thema beschäftigt haben und ihre eigene Verantwortung erkennen und daraus natürlich auch ein schönes Leben erwächst. Weil sobald du erkennst, dass das deine eigene Verantwortung ist und dass du nicht fremdbestimmt bist, kannst du was verändern und kannst es genau so machen, wie du es haben willst. Und ich wünsche mir für euch, dass auch ihr irgendwann erkennt, also die, die es noch nicht erkannt haben, dass ihr alles machen könnt. Ihr könnt alles machen. Ihr seid so etwas Besonderes. Ihr seid Leben. Ja, euer Körper wird irgendwann sterben, aber ihr habt etwas in euch. Genau diese kreative Energie, von der ich eben gesprochen habe, die ausrastet, wenn sie etwas sieht, wenn sie etwas hört, was sie inspiriert. Und wenn ihr es schaffen würdet, euch auf diese Energie zu konzentrieren, dann könnt ihr so viel schaffen. Aber wir sind alle total verkümmert. Und das ist das Innere bei uns, ist so verkümmert, weil wir uns so auf diese Sachen um uns rum fixieren, weil Verantwortung zu übernehmen, kann erstmal wehtun, wenn einem das erstmal so bewusst wird, sich einzugestehen, scheiße, ich bin Teil des großen Ganzen, ich bin selbst mit Schuld daran. Ich habe diese Verantwortung für mich übernommen, ich weiß, ich bin selbst mit Schuld daran. Ich bin an ganz vielen Sachen mit Schuld, weil ich mitgemacht habe. Und wenn man diese Verantwortung erkennt, dann hat man die Möglichkeit, etwas zu ändern. Und Veränderungen verlaufen langsam, aber sie können sehr toll sein. Okay, ich halte jetzt meine Klappe. Ich fühle mich gerade besser. Ich hatte eben ein Gespräch mit einer Freundin und es war so furchtbar. Es war eben genau das. Jaco sucht Lösungen. Jaco will helfen und merkt, da will jemand keine Lösung. Da will jemand sagen, die sind alle schuld. Die sind schuld, dass mein Leben so ist. Die Gesellschaft, unsere Gesellschaft ist so furchtbar. Das Leben ist ein Kampf. Das Leben ist die Hölle. Nein, das Leben ist Yin und Yang, das Leben ist gut wie auch böse und in jedem Bösen steckt etwas Gutes und in jedem Guten steckt etwas Böses und du selbst hast die Macht, das auszubalancieren für dich selber. Also übernimm verdammte Scheiße nochmal die Verantwortung für dein eigenes Leben, für die Gesellschaft und für alles andere, von dem du teilhaben willst und Teil bist. Ja, gut. Ich weiß, dass mein Akku nur noch 2% hat, deswegen werde ich das Ganze jetzt beenden. Ich frage mich wahrhaftig, wenn ich mir das gleich zu Hause angucke, ob ich das wirklich hochlade mit dieser riesen Logiklöcher, dass ich darüber spreche, dass man Dinge dass man Dingen Macht gibt und nicht ein Video darüber. Ja, vielleicht wisst ihr, was ich meine. Naja, ich wünsche euch einen schönen Tag und möchte zum Abschluss geben, ich versuche immer positive Dinge hochzuladen. Ich versuche alles so umzuwurschteln in meinem Kopf, dass ich es positiv aussprechen kann. Und ich weiß, dass in diesem Video viele Dinge negativ gewesen, also negativ formuliert worden sind. Aber ich weiß nicht, das ist jetzt einfach so und ich möchte, dass ihr wisst, dass ihr alles könnt. All die Grenzen, die ihr in eurem Kopf habt, die könnt ihr sprengen. Einfach nur, indem ihr klick, 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 klick macht. Und wenn ihr merkt, aber, dann seid euch bewusst, dass es eure Grenzen sind und es eure Aufgabe ist, über in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren herauszufinden, wie ihr diese Grenzen umfahren könnt, so damit ihr damit klarkommt. Ja, ihr seid toll, ihr könnt alles. Ich verabschiede mich und ich finde, es ist auch eine Ironie des Lebens, dass da unten der Lübecker Friedhof ist. Ja? Eine sehr existenzielle Rede mache ich zufällig neben dem Friedhof, der einem doch immer wieder bewusst macht, macht mal einen Spaziergang über den Friedhof. Ich finde, ein Friedhof hat eine sehr tolle, ruhige Energie und macht einem doch gleichzeitig immer wieder bewusst, krieg deinen Arsch hoch,